Moin Fans und Friends und willkommen zu Jetzt geht's gleich los. Was zum Teufel ist das? Eine Webcam? Dein Gesicht? Zeig uns sofort Battlefield Gameplay! Enemy cover! Up there! Hol ich mir den halt so, was? Oh! Hast du gerade den Bomber abgeschossen? Ja, Mann. Nein. Double kill. Ja, Mädels, das wird vielleicht mal ein bisschen was anderes. Und zwar wird das so eine Art Video. Ich möchte gerne über Battlefield 1 sprechen. Ein Meinungsaustausch bedeutet, ihr kommt mit eurer Meinung und geht mit meiner. Natürlich dürft ihr eure eigene Meinung haben, auch wenn sie falsch ist. Es geht mir ganz einfach um Folgendes. Ich lese im Internet immer wieder ewige Beschwerden über Battlefield 1. Dies ist scheiße, das ist scheiße, bla 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 bla. Ich bin immer noch im Hype. Ich bin Battlefield-Spieler der ersten Stunde. Ich habe Battlefield 1942 gekauft. Ich habe bis auf Battlefield 2000, schieß mich kaputt, wie auch immer es hieß, jedes einzelne Battlefield gezockt. Und ich fand jedes geil. Jedes hatte seinen eigenen Stil und jedes war seine eigene Art und Weise. Einfach ein fettes Game. Und ich möchte einfach Folgendes. Ich will einfach jetzt mit euch mal über die Argumente reden, die ich immer wieder höre, meine Meinung dazu sagen. Und ich bin schon mal sehr gespannt, was ihr davon haltet. Das Spiel ist selbst für eine Beta viel zu verbuggt. Ey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wo waren denn die harten Bugs? Ich habe bis Level 80 hochgegrindet und das Einzige, was ich hatte, waren die typischen Bugs und Glitches, die ich aus Battlefield 4 schon kenne. Also ganz ehrlich, klar, mag das kein guter Maßstab sein, aber für ein Battlefield-Game war das ja fast schon releasefähig. Natürlich gab es ein paar nervige Sachen, aber das sind alles Dinge, von denen weiß man, dass sie zum Release eigentlich zu 90% überhaupt gar nicht mehr da sind. Und meine Fresse, Alter, ich meine, man konnte wirklich spielen. Es gab wirklich nicht viel zu reporten. Und für alle, die es immer noch nicht begriffen haben, eine Beta ist keine Demo. Eine Beta ist nämlich genau dafür da, um die Bugs zu finden und zu fixen. Wenn ihr es nicht reportet, sondern euch nur beschwert, Fresse halten! Das nächste Argument, was ich andauernd höre, ist, die Soldaten halten viel zu viel aus. So ein Quatsch. Also jetzt mal ganz ehrlich, wer schon mal ein Battlefield-Game gespielt hat, weiß, wie viel die Soldaten aushalten. Als Battlefield Hardline rauskam, haben alle gesagt, die Time to Kill ist viel zu niedrig, das ist kein richtiges Battlefield-Feeling, das ist ja Call of Duty. Jetzt haben sie es wieder angepasst und dann ist es auch wieder verkehrt. Also letzten Endes müsst ihr euch irgendwann nochmal entscheiden, was ihr da genau haben wollt. Und um nochmal auf das Thema mit diesen komischen Reitern zurückzukommen, falls es irgendwem immer noch nicht klar ist, es war ein Glitch, dass der so viel ausgehalten hat. Der hat tatsächlich 8 Sniper-Shots in den Kopf oder so ausgehalten, was natürlich totaler Mumpitz ist. Das war ein Bug, da die Hitbox von seiner Rüstung ist nach oben geglitscht, wenn er vom Pferd runtergestiegen ist, und nach unten geglitscht, wenn er auf dem Pferd saß. Deswegen ist man auch auf dem Pferd so leicht mit dem Colt weggeschossen worden, und sobald man abgestiegen ist, war man so eine Art Gott. Wird gefixt, ist kein Problem, Schnauze. Und alle, denen das nun wirklich gar nicht passt, den lege ich ans Herz, den sehr wahrscheinlich wieder vorhandenen Hardcore-Modus auszuprobieren, der in Battlefield unheimlich viel Sinn macht. Allerdings verstehe ich nicht, warum sich die Leute auf der einen Seite darüber beschweren, dass die Sniper zu OP sind und dann gerne Hardcore in Battlefield spielen. Aber Eddie, du hast die Heldenklassen vergessen, die waren nicht verbuggt. Das ist richtig und das ist auch eine Sache, wo ich am Anfang ein bisschen skeptisch war, ob mir das gefällt. Aber nach intensiven Testen kann ich nur sagen, der Flammenwerfermann ist einfach das Beste, was man sich grabben kann. Klar, es ist ein bisschen OP und auch ein bisschen unfair, aber es macht einfach unheimlich Spaß, den Leuten das Brusthaar wegzubrutzeln. Burn, baby, burn. Verbrenne! Die Sniper sind in Battlefield 1 viel zu OP. Also dazu gibt es mehrere Punkte zu sagen. Zum ersten, es ist eine riesengroße verkackte Wüstenmap. Natürlich sind Sniper hier ziemlich gut. Ich meine, die sind für Long Range Engagements gemacht. Long Range Engagements. Wüste. Klingelt irgendwas? Dazu kommt, dass es ja nicht so wäre, als wären Sniper in Battlefield nicht immer eine der stärksten Klassen. Man erinnert sich an Bad Company 2, man erinnert sich an Battlefield 4, man erinnert sich an Battlefield 3, man erinnert sich an jedes verkackte Battlefield. Bolt-Action-Sniper-Rifles sind einfach gut für skillte Player, wenn man damit umgehen kann. Easy as that. Aber falls ihr immer noch der Meinung seid, dass man einen Sniper nicht besiegen kann oder dass man auf dieser Wüstenmap mit einer anderen Waffe keinen Spaß haben kann und man gezwungen ist, einen Sniper zu spielen, dann empfehle ich euch zu tun, was ich getan habe und einfach mal auf eine Shotgun zu wechseln und nur in der Stadt rumzulaufen, denn dort gibt es tatsächlich sowas wie Deckung. Was sollte das denn für ein lächerlicher Charge werden, Alter? Alternativ dazu könnt ihr natürlich auch einfach in ein Fahrzeug einsteigen und euren Gegnern die Hölle heiß machen.
Boom! Und bevor sich jetzt alle dämlichen Hater sofort die Hände reiben und sagen, siehste, da ist nämlich das richtige Thema, Eddie. Die Panzer sind viel zu stark, Tanks sind OP, man kann nichts gegen sie tun. Lächerlich. Also mal ganz abgesehen davon, dass natürlich eigentlich im eigenen Team auch Panzer sein sollten, die die anderen Panzer countern, gibt es noch Bomber und Jäger, die von der Luft aus die Tanks ausschalten könnten. Jede einzelne Klasse hat die Möglichkeit, eine leichte Antipanzergranate einzupacken, was das teammäßige Ausschalten von Panzern natürlich deutlich erleichtert. Und vielleicht haben viele Leute die Klasse auch falsch verstanden, aber der Assault ist genau dazu da, um Fahrzeuge auszuschalten. Zum einen hat er ein breites Repertoire an tollen Granaten, die er auf Panzer schmeißen kann. Und dann scheint es noch an einigen vorbeigegangen zu sein, dass der Assault tatsächlich einen verfickten Raketenwerfer ausrüsten kann. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das abgehen muss, wenn der halbe Server oder wenigstens auch nur ein Squad beschließt, dass deine 70-0 Killstreak viel zu hoch ist und sie deswegen alle einfach mal einen Raketenwerfer einpacken. Aber um euch mal einen kleinen Vorgeschmack zu geben, ich habe mit einem einzigen anderen Kumpel mal gesagt, wir machen mal Double Assault und jagen ein paar Panzer. Das ist ein Tank. Ich schieß. Oh, ja, Treffer. Jo. Zwei habe ich noch. Disabled. Yes, down. Hier bei A fährt einer direkt vor uns. Guck mal, Deckung. Oh, der ist down. Treffst du das von hier? Hab einen Treffer drin. Bam. Disabled. Hast ihn? Down. Nice. Oh, das Tank, Tank, Tank. Oh. Oh, Alter, jetzt sind die 100 Leute. Lol. Wir müssen ihm zu zweit einen einschenken. Aber ich glaube, der hat das. Ich schieß. Ja. Drück ihm einen rein. 26 hat er. Disabled. Nice. Ach ja, und eine Sache noch. Der Kavallerist hat zwei Anti-Tank-Granaten und Ammo-Boxen. Das heißt, er hat quasi unendliche Granaten. Übrigens genauso wie der Versorger. Ich hätte eigentlich erwartet, dass die Leute sich freuen, dass Tanks nicht mehr so schwach sind wie in alten Battlefield-Spielen wie Battlefield 3 oder 4, in denen man einen Fliervisier auf seinen Panzer bauen kann und noch einen Gunner hat. Bam! Also ich habe keine Ahnung, wie es euch geht, aber in dieser Situation hätte ich zum Beispiel gerne ein APS gehabt. Und da das offensichtlich 80% aller Spieler alles nicht wussten oder nicht begriffen haben, wird der Tank jetzt zum Release schon genervt. Gute Arbeit, Jungs. Ich freue mich jetzt schon drauf. Digga, Battlefield 1 fördert überhaupt keine Teamplay. Digga, was? Also ernsthaft mal. Erstmal ist Battlefield 1 einfach viel mehr um die Klassen rumdesignt als Battlefield 3 oder 4, das jemals waren. Ich meine, wir erinnern uns an Battlefield 3, ne? M16A3, GG. Battlefield 4, Spitzen ist holt, passt. Wenigstens hat hier jeder seine klassendefinierte Aufgabe und ist auf andere Klassen angewiesen, um andere Aufgaben zu erledigen. Das nennt man ein vernünftiges Balancing von Klassen. Man kennt es vielleicht noch aus Bad Company 2. Finde ich es geil, dass ich als Assault nur Waffen bekomme, mit denen ich auf 10 Meter Entfernung selbst Rainer Kallmund verfehlen würde? Nein! Fördert dieses Steinschere-Papier-Prinzip Squad-Bildung und Teamplay? Ja!
Das Game ist halt so designt und falls ihr euch noch erinnert, Battlefield 4 hat über die letzten 2 Jahre extremste Veränderungen im Waffenverhalten erfahren. DICE hört auf die Community und alles kann sich immer noch ändern, es ist nach wie vor eine Beta, gebt Feedback. Am Anfang hat es mich auch ein bisschen gestört, aber wenn man weiß, was welche Waffe kann und wo seine Aufgabe ist, dann kommt man eigentlich auch ziemlich gut klar, wenn man anfängt, die Vor- und Nachteile rauszuspielen. Das ist der berühmte Skill, den man in jedem Spiel mitbringen muss und das geht nur durch Erfahrung und wenn man auch wirklich Bock hat, die Klassen zu lernen und zu verstehen. Und mein absoluter Lieblingsvorwurf, der auf Nummer 1 ist und unangefochten ist, das Game erinnert mich zu sehr an Star Wars. Star Wars. Als ich meine Liste für dieses Video erstellt habe und dieses Argument aufgeschrieben habe, war mein eigentlicher Plan einfach nur das hier zu machen. Seht ihr? Man merkt überhaupt keinen Unterschied! Letzten Endes habe ich dann aber doch beschlossen, auf einige Punkte einzugehen, weil ich das Gefühl habe, dass mir sonst die Comment-Section zerplatzt. Vorweg möchte ich sagen, bevor das Argument kommt, die Menüführung mag vielleicht ein bisschen an Battlefront erinnern, aber das könnte doch auch einfach sein, dass irgendein cleverer Marketingstratege festgestellt hat, dass diese Menüs für Spiele aktuell ganz cool aussehen und dass DICE oder EA oder wer auch immer zuständig ist, gesagt hat, okay, das ist eine Menüführung, die ist intuitiv, die ist cool, mir persönlich gefällt sie vielleicht auch nicht so gut, aber irgendeiner wird sich dabei was gedacht haben. Erinnert ihr euch noch? Irgendein Spiel hat irgendwann mal eine grundsätzliche Menüführung eingeführt und seitdem sah jedes Spiel so aus. Vielleicht haben die das hier einfach nur in abgewandelter Form mal intern bei ihrer Firma gemacht. Keine Ahnung, könnte sein. Ist mir persönlich eigentlich auch total Latte, weil wie oft hänge ich im Menü? Ich klicke einen Server an, lande auf dem Server und danach interessiert es mich nicht mehr, wie das Kackmenü aussieht. Und die Spiele spielen sich definitiv unterschiedlich. Natürlich haben viele Leute gesagt, dass sie während der Beta sich etwas an Star Wars erinnert gefühlt haben. Das könnte vielleicht daran liegen, dass die Beta auf einer Wüstenmap spielt und es in Star Wars auch eine Wüstenmap gibt. Es gibt in Battlefield 4 auch eine Wüstenmap. Irgendwie hat sich da keiner dran erinnert gefühlt. Vermutlich, weil es da einfach keine Deckung gab und die Map einfach absoluter Scheiß ist. Silk Road. Aber jetzt mal ehrlich, was erwartet ihr denn? Es ist eine verdammte Wüste. Wie soll so eine Wüste schon aussehen? Es ist fotorealistische Grafik. Natürlich erinnert es ein bisschen daran. Wäre es jetzt eine Waldmap gewesen, hätte jeder gesagt, nö, fühle ich mich an Endor erinnert. Es ist halt nun mal so. Mein Gott, es ist eine Wüste. Und ganz abgesehen davon finde ich, dass beide Maps, also Tatooine und auch Sinai Desert, sich absolut unterscheiden. Sinai Desert ist offen und nicht so felsig, wie Tatooine gemacht ist. Also, keine Ahnung, ich finde das Argument ist einfach nicht gültig. Und wehe, irgendeiner kommt mir jetzt mit Jakku. Seit das allererste Battlefront rauskam, hört man die Leute immer wieder sagen, das ist ja wie Battlefield. Komischerweise ist in letzter Zeit immer mehr, dass die Leute sagen, Battlefield sei wie Battlefront. Leute, ganz ehrlich, die Spiele haben Ähnlichkeiten. Es ist ein Multishooter und Raumschiff und Flugspiel und es sind alle möglichen Fahrzeuge in ein Spiel geschmissen worden. Natürlich sind da irgendwo Parallelen. Wenn jetzt in beiden Spielen auch noch zufälliger und blöderweise eine Wüstenmap drin ist, natürlich erinnert das ein bisschen daran. Hätte man eine andere Map nehmen können für eine Beta? Natürlich. Hätte es irgendwas beim Release geändert? Nein. Das Argument ist einfach Quatsch und es ist so alt wie beide Franchises zusammengerechnet. Es ist Humbug. Die Spiele spielen sich völlig unterschiedlich, sie haben eigentlich nichts miteinander gemein. Natürlich haben sie dieselbe Engine, vielleicht die ein oder andere Felsformation sieht ein bisschen aus wie ein Stein. Schon komisch, oder? Und nur weil ein paar Game-Modes ähnlich sind und weil man hier entweder zu Fuß oder mit Fahrzeugen unterwegs sein kann, macht es das noch lange nicht zum selben Spiel. Denn entscheidend sind Spielmechaniken und die sind bei beiden Spielen völlig unterschiedlich und jeder, der beide Spiele intensiv gespielt hat, sollte mir hier eigentlich beipflichten können. Denn nur weil wir uns alle an die Straßenverkehrsordnung halten, was wir natürlich alle tun, fahren wir ja nicht dasselbe Auto. War die Beta ein perfektes Spielerlebnis? Nein. Sollte eine Beta ein perfektes Spielerlebnis sein? Nein, denn die Beta ist zum Bugs finden. Und wenn DICE wirklich nicht diese zwei Kanten patcht, über die man nie hinweggekommen ist, dann muss ich ihn leider in den Briefkasten kacken. Und sollte da draußen jetzt noch irgendein Pauschalhater anderer Meinung sein, dann kann er die mal schön für sich behalten. Ich wünsche euch noch ein schönes Leben. Tschüss.